Und hiermit wieder herzlich willkommen zurück zu The Order 1886 auf Memento Maris Kanal beziehungsweise auf meinem. Alter, das ist doch kein Schlüssel. Lucan, ich bin durch das Tor. Der Weg frei ist? Boah. Nichts Leichtes als das. Da drüben hat was geleuchtet. Da oben. Oh, da muss ich auch aufpassen, oder was? Okay. Ah, vielleicht hier? Sah gut aus. Ne? Sah sehr gut aus. So, um die Ecke. Eigentlich hätte ich als erster hinter mir schauen sollen. Aber ich hab... Was? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo lang? Na los, sagt er, wo bist du denn? Alter, was ist mit dir? Alter, wo ist der? Der sagt mir los. Wo hier drüben? Wo? Vielleicht hier? Nee. Alter, wo steht denn der Penner? Vielleicht da oben oder was? Ja, bleibt eh noch mehr die Richtung. Okay, er ist drinnen. Wohlbehalten. Wir schauen jetzt, wie es ihm geht. Was jetzt? Erklär den Westflügel. Ich komme von Osten. Es wäre ratsam, von jetzt an Funkstelle zu halten. Ja, stimmt. Hier. Treffen wir uns drin. Oh ja. Müssen wir da jetzt rein? Sieht so aus, ne? Langsam. Oh, Schloss knacken. So, wie ging das nochmal schnell? So? So? Und? Nein! Jetzt habe ich's. Alter, der war aber schon oben, ne? Alter, der ist ja... Jetzt aber. Der, was da reingegangen ist, hat zwar nicht die Tür zugesperrt, aber ist egal. Sie ist einfach mal zu. Ja, ja, mach die Tür normal zu, als wär's deine Eingangstüre. Oh, Kinder. Familie. Ah, ja. Elisabeth, glaube ich, stand da. Okay. Oh. Ja, langsam, langsam. Jetzt. Ah, hat dir deine Elisabeth nicht geholfen, ne? So, was haben wir da drüben? Irgendwas, was ich vielleicht mit Fernkampf ausschalten könnte? Was vielleicht zum Problem wird? Da unten? Nö. Gar nichts da. Höchstwahrscheinlich kommen Wölfe oder Vampire oder keine Ahnung, hast du nicht gesehen? Das volle Programm, das volle Arsenal. Galahad macht das schon, ne? Aber sieht schon geil aus, ne? Optik und alles. Mir gefällt's.
Auch wenn es halt, ja, es ist halt eher weniger Spielspaß, ne? Also es ist halt mehr Film, muss man sagen. Er kommt sicher in meine Richtung, so viel Glück wie ich habe. Nein! Der hat nicht mal meine Frisur gesehen, ohne Witz. Ja Leute, wenn ihr Fragen an mich habt, ihr könnt gerne Ask.fm benutzen. Denn das habe ich auch. Und das benutze ich. Hey, Eindringling! Alter! Das gibt's doch nicht! Hey, Eindringling, und dann... Na, Gellerhead, ohne Witz. Auch wenn es der lautlos sein muss, das ist einfach nur ein schlechter Scherz, was du da machst, ne? So, jetzt lass mal vorbeigehen. Hä? Hä? Wer war das? Ich hoffe, der kommt nicht her, ne? So, da oben war einer. Okay, ich hoffe... Was? Wo war denn der jetzt? Mann, Geller, hätte so eine Pussy, wirklich. Na, ich komme nur zum Lachen, ne? So, da oben waren welche. Ja, glaubt ihr, den treffe ich da links oben? Rechts oben scheinen mir doch noch etwas zu viel sein. Ich weiß nicht. Hast du keine Beweise? Unschuldig, bis die Schuld bewiesen wurde. Okay, treffe ich den da drüben vielleicht? Na, ich weiß nicht. Ist mir ein etwas zu wenig vom Schussfeld. Aber ich muss ihn machen, ne? Ich weiß nicht. Da unten ist er. Na komm, komm, geh los. Ist nichts passiert. Deine Kollegen machen nur Mittag. Sieht gut aus, aber ich gehe lieber nicht oben, beziehungsweise unten. Ich gehe lieber oben, das wollte ich eigentlich sagen. Denn ich traue der Sache da unten nichts. Ganz. Ah, okay, der ist tot. Ah, Munition, perfekt. Perfekt. Perfekt, perfekt, was will man mehr? So, den habe ich auch schon perfekt ausgeschaltet. Da oben vielleicht noch, dass einer kommt? Wahrscheinlich nicht, oder? Na, ich will es nicht nochmal versauen, ne? Okay, hier geht's rein. Wir haben es geschafft. Oh, perfekt. Ja, der hinter uns hätte uns sicher erwischt. Okay, lautlos. Im Wasser. Wie eine kleine stinkende Ratte. Hast du Glück? Mein edler Ritter. Offenbar komme ich rechtzeitig. Sieht ganz so aus.
Obwohl ich mich in der Regel nicht von einer Wache überwältigen lasse. Sind Sie allein hier? Devi und Finley sind bei mir. Sie übernehmen die restlichen Wachen und Sie? Ich konnte meinen Trupp nicht mitbringen, aber es ist jemand bei mir. Vertrauen Sie der Person? Ja, mit meinem Leben. Also gut. Was jetzt? Wir treffen ihn drin und gehen zur Bibliothek. Na los. Na los. Okay, sie läuft einfach nach vorne. Alter, ich hätt's der Frau nicht nachmachen sollen, ohne Witz. Immer wenn's der Frau irgendwas nachmachst, stirbst du. Ist so. Es ist so. Frauen bedeuten Gefahr. Na, wo ist denn dein scheiß Schädel? Wo ist dein Eierkopf? Ah, hier ist er. Scheiß Eierkopf, du. Weg mit dir. Hauptsache, ich renne der Alten nach, ohne Witz. Das ist kein Spaß mit dir. Wie Sie sehen, gab es etwas Widerstand. Ah, ja, ja. Ich renne dir nicht nochmal nach. Okay. Verstärkung. Wir haben einen Weg rein. Einmal am Platz können wir über die Postkutsche auf den Balkon klettern. Das heißt, wir bewegen die Postkutsche nach vorne. Ritter, helfen Sie uns, das Ding zu schieben. Natürlich. Ich dachte schon, der Mann bewacht jetzt mit der Waffe. Okay, ich muss den rechten analog. Das ist immer etwas ungewöhnt, ne? Ist ja nichts beschriftet. Das war's. Na los. Hier rauf. Debbie, nein. Du musst bleiben. Rani, ich muss an deiner Seite sein. Das bist du immer, Kind. Was ist mit ihm und seinen Komplizen? Befolge meinen Rat. Weißt du denn nicht, wie wichtig du mir bist? Warum schickst du mich dann fort? Weil du die Sache fortsetzen musst, falls mir etwas zustoßen sollte. Sag das nicht. Devi, auch wenn sie mir nicht trauen, ich werde ihre Königin beschützen. Das bin ich ihnen beiden schuldig. Dann strengen sie sich an. Mit ihr sollten sie es sich besser nicht verderben. Sie ist bei mir so sicher. Wie mein Großmeister, der leider gestorben ist. Okay, wieder falsche Taste. Egal. Wir sind jetzt oben. Na komm. Nee, komm. Wegen 5 mm oder was? Geht er hier nicht hoch? Ja, ja, du hast es gut gemacht und so, ne? Quatsch! Ziel erledigt! Ein Pferd! Ich kann das Pferd nicht abschießen, oder was? Ist das lame? Mein Repetiergewehr. Oh! Ich weiß nicht, wo ich... Alter, der hat aber gesessen. Na komm. Ist das... Ist das eine von mir? Ach so. Ich schieße auf meine. Ist klar, dass ich nicht treffen kann, ne? Na komm, 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 komm. Ha. Das war wirklich ein Volltreffer.
Woher hast du auf einmal die Handfeuerwaffe? Ich weiß es nicht. Ausgeschaltet. Gehen wir rein, bevor noch mehr Wachen kommen. Ach, das ist eine gute Idee. Könnte glatt von Gellerhead sein. Und wo geht's hier rein? Auf dich habe ich geschossen, ne? Vorsicht! Flintenspezialisten! Hier geht die verdammte Munition aus! Alter! Unser Ritter ist getroffen! Feuerschutz! Alter! Ich hasse die Flintenscheißer! Wie dumm kann man sein, bitte? Wie dumm kann man sein? Nimmt sich eine Schrotflinte in die Hand und hat nichts Besseres zu tun? Vorsicht! Flintenspezialisten! Hat nichts Besseres zu tun, dass man mit der Flinte direkt an die Front rennt. Wache getroffen! Von hinten kommen noch mehr! Schießt den da oben. Ist mir wurscht, was von unten. Ja, ist mir wurscht. Alter, kämpft da oben. War das der Flintenspezi? Lade nach! Haltet sie auf, ich mich in Reichweite begebe! Ich brauch mehr Munition! Alter, die. Warum haust du denn den Kopf genau in meinen? Alter, da oben ist der. Bam. Sieht gut aus. Ja, ja, sieht wirklich gut aus. Ich bin jetzt auch ein Flintenspezi. Oh. Kompaniemann getroffen. Ich bin ein Flintenspezi. Verdammt. Wir schießen hier. Ich bin ein Flintenspezi. Sag ich ja. Ich bin ein Flintenspezi. Boah, Attacke! 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 Flintenspezi. Jeden Moment könnten mehr kommen. Jeden Moment könnten mehr kommen. Oh, ein Revolver. Ich habe eine Schwäche für Revolver. Aber ich bleibe mal bei der. Na los. Nee. Bleib bei meiner. Ich hab's gesagt. Ich bin der Flintenspezi. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Ah, Strom! Okay, jetzt hängt er wieder so ein Gleichrichter rein. Ah, okay. Jetzt habe ich. Perfekt. Ja, Leute, ich will euch ehrlich gesagt das nicht vorenthalten. Ne? Wir haben ja auch was bekommen, das hören wir uns einfach mal an und ich halte die Klappe. Mein liebster Jacob, unser Freund hat mir geraten, dich vor meiner Ankunft in England zu kontaktieren. Obwohl unsere Unternehmung zu Beginn auch am seidenen Faden hing, so berichte ich umso lieber, dass die Operationen nach Plan verlaufen. Die örtliche Regierung erwies sich als leicht zu überzeugen. Ich erwarte keine weiteren Probleme mit den Regierungstruppen, die großzügig entschädigt wurden. Es bleibt die Tatsache, dass einige isolierte Fraktionen im Commonwealth-Gebiet von Indien immer noch unsere Leute bekämpfen. Das bleibt zumeist erfolglos, doch es ist Sachschaden am Kompanieeigentum entstanden, der schwer zu ersetzen sein könnte. Wir sind zuversichtlich, dass die Situation bald unter Kontrolle ist. Ich hoffe, dein Problem mit den Indern wird ebenfalls richtig angegangen.
Ich freue mich, dich bei meiner Ankunft zu sehen. Ja, Leute, und das war's schon mit der Serie. Wie es weitergeht, sieht ihr in der nächsten Folge. Hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Euer Memento Mori. Ciao, ciao.